Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema Intervallfasten und ich gebe euch heute drei Tipps an die Hand plus noch was zum Thema Mindset dafür, damit ihr auch das Ganze durchziehen könnt und nicht die gleichen Fehler macht wie viele andere da draußen im Moment. Viel Spaß dabei! Ja, ganz kurz zum Thema, warum mache ich überhaupt Intervallfasten? Für mich ist Intervallfasten eine super Methode, einfach länger leistungsfähig zu bleiben, länger fit zu bleiben, nicht so schnell müde zu werden. Und deswegen mache ich das Ganze schon ewig. Ich war nie so der Typ, der gerne gefrühstückt hat. Aber wenn du der Typ bist, der gerne frühstückt, heißt das trotzdem noch lange nicht, dass du nicht auch Intervallfasten machen kannst. Also, let's go mit den Tipps. Tipp Nummer 1 und der häufigste Fehler, den ich so bei den Leuten mitbekomme, ist Getränke mit Kalorien, das heißt Säfte, Milch im Kaffee, Kaffee allgemein und so weiter und so fort. Wenn ihr Getränke zu euch nehmt, die Kalorien haben, dann betrügt ihr euch selber. Ihr macht dann kein Intervallfasten, nur weil ihr nichts esst, sondern ihr gebt eurem Körper trotzdem Kalorien, die ihr verbrennen muss und verarbeiten muss. Deswegen macht nicht den Fehler und nehmt Kalorien zu euch in Form von Getränken, allgemein sowieso. Das sind so leere Kalorien, die sind total unnötig, die braucht ihr nicht. Fehler Nummer 2 sind zu wenig Fette allgemein in der Ernährung. Ihr braucht die Fette für die verbesserte Nährstoffaufnahme in euren Mahlzeiten. Ja? Das heißt, was ich gerne mache, ich ergänze zusätzlich ein bisschen Fette. Das könnt ihr zum Beispiel super mit Avocado machen, mit Hanfsamen, mit Leinsamen. Und so pusht ihr die Nährstoffaufnahme von den Fetten ein bisschen höher. Viele von euch wissen ja, in fast allen Nahrungsmitteln ist Fett enthalten, auch sogar in Gemüse und so weiter. Aber die Nährstoffdichte in den Lebensmitteln heutzutage ist einfach nicht mehr so hoch, weil die einfach unreif geerntet werden. Die sind noch gar nicht richtig gereift und reifen dann so im Lastwagen und im Supermarkt und so. Und deswegen ist einfach diese Nährstoffdichte gar nicht mehr gegeben, wie sie früher mal war. Deswegen ergänzt zusätzlich die Fette, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, und Fehler Nummer 3 allgemein ist, ihr esst dann Lebensmittel, die gar nicht die richtigen Nährstoffe für euch haben. Ja? Das heißt, ihr braucht alle Mikronährstoffe und ihr müsst auch eure Makronährstoffe abdecken. Ganz wichtig, besonders im Sport, sind die Proteine. Ja? Ihr braucht einfach ausreichend Protein und wenn ihr dann so ein Intervallfasten macht, ich zum Beispiel schaffe nur 2 Mahlzeiten am Tag dann zu essen, dann müsst ihr trotzdem eure Proteine decken. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja, allgemein zum Thema Mindset, Glaubenssätze und so. Viele schaffen es gar nicht, diesen Sprung zum Intervallfasten zu machen, weil sie glauben, oh, ich muss morgens was essen, sonst bin ich einfach zu schlapp über den Tag, ich kann mich nicht konzentrieren und so weiter. Aber das ist völliger Blödsinn. Ja? Dieser Hunger, den ihr am Anfang habt, der ist einfach nur vorgegaukelt. Ja? Das ist der Insulinspiegel, der dieses Auf und Ab macht. Und das ist eigentlich eine Illusion. Das heißt, ihr braucht wirklich da noch nicht zu essen, ihr werdet nicht verhungern. Keiner von uns in der Welt hier, wo wir leben, kennt wahrscheinlich richtigen Hunger. Deswegen macht euch da keinen Kopf, brecht nicht zu schnell ab. Der Anfang ist hart, es dauert eine Zeit, bis man sich dran gewöhnt hat. Aber wenn ihr dann einmal euch dran gewöhnt habt, dann ist es easy. Dann könnt ihr es locker durchstehen und dann schafft ihr das Ganze auch. Und dann habt ihr alle Vorteile des Intervallfastens. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und die Tipps haben euch geholfen. Wenn ihr Fragen zum Intervallfasten noch allgemein habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich beantworte die gerne. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.